Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch den Jepoda-Adventskalender. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 159 Euro kostet er und soll einen Warenwert von, ich glaube, 406 Euro beinhalten. Ja, er schaut einmal so aus, ist ein Boxen-Adventskalender offensichtlich und es ist der erste Adventskalender, den Jepoda rausgebracht hat und er war halt auch so limitiert, sage ich jetzt mal, dass ich zum Beispiel halt auch keinen zugeschickt bekommen habe, sondern ich habe mir den selber gekauft. Ich bin ja normalerweise auch Kooperationspartnerin von Jepoda, K-Beauty und sitze in Berlin und wir schauen einfach mal rein, was sich hier drin verbirgt. Ich hoffe ganz, 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 ganz viele wundervolle Produkte von Jepoda, sodass auch alle, die den Adventskalender kaufen, in den Genuss kommen, das Sortiment zu testen, weil das ist wirklich toll. Und die haben ja auch mittlerweile, ich glaube, fast alle Produkte als Mini. Ich starte mal mit der Nummer 1, sodass sie da auch die Möglichkeit hätten, die Produkte so reinzupacken, ne? Das wäre eigentlich total cool. The Repair Hero, das ist einmal das Niacinamid-Serum, was so gut ist. Das haben wir mit 30 Millilitern hier drin. Es dürfte eine Full-Size sein, das finde ich super, denn das ist ein richtig, richtig gutes Produkt. Kann ich euch wirklich empfehlen. Kann jeder auch 1A verwenden, wenn man ebenmäßige Haut möchte. Das Ganze wird dir die, die Haut auf ein anderes Level heben, das ist wirklich so. Die Pigmentflecken werden aufgehellt, Pickelmale, Rötungen und so weiter werden auch angeglichen und das Gesicht sieht einfach eben mäßiger aus damit und es ist ein tolles Serum und ein ganz, ganz toller Start in die Adventszeit. Ich habe gerade gesehen, dass wir sogar Zwischenebenen haben. Das ist richtig gut. Hier habe ich jetzt den 2. Dezember. Oh, man kann, glaube ich, das ganze Bild umdrehen, weil auf der anderen Seite hat man hier immer so ein florales Muster. Das ist natürlich auch hübsch. The Mist Health, das ist wundervoll. In der Mini-Größe dürfte das mit 20 Millilitern sein. Hyaluronsäure, Lavendel, also sehr beruhigend. Du kannst es als Toner verwenden, du kannst es als Setting Spray verwenden. Und ich glaube, die haben hier sogar auf den Verpackungen so eine Art Special Design mit diesen Blumen drauf. Richtig cool. Und ja, das kannst du auch über den Tag komplett verwenden. Ich mag den Duft von Lavendel sehr gerne. Das ist ja auch sehr beruhigend, ne? Und es gibt Feuchtigkeit und ein schönes, schönes Produkt und eine ganz tolle Nummer 2. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Guck mal, wie groß die ist. Da haben wir sicherlich eine Sheet Mask drin. Ja, richtig, richtig gut. The Recovery Moment. Da hast du auch wieder deine Niacinamide, Claudinchen. Da freue ich mich doch. Das ist einer meiner liebsten Inhaltsstoffe. Mit Panthenol und Calendula, also Ringelblume. Und die ist einfach richtig nass. Die ist richtig durchtränkt. Du kannst die, wenn du halt eine heile Haut hast, sage ich mal. Ich könnte es jetzt aktuell nicht machen, weil ich hier so ein paar Pickelmale habe, ne, halt offene Stellen, kann man die bis zu 2-3 Mal weiterverwenden. Also einfach das Vlies nach der Benutzung hier reinmachen und dann kannst du die am nächsten Tag halt wiederverwenden. Super angenehmes Produkt, kann ich euch wirklich empfehlen. Es ist toll, dass sie das mit reingepackt haben und hoffentlich, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Jepoda hier mit richtig einen raushaut, ne? Weil Adventskalender sind ja auch so ein bisschen immer zur Neukundengewinnung und wenn die halt die geilen Produkte einmal testen, dann wirst du angefixt. Wow, hier haben wir die Nummer 4 und die ist riesig. Was haben wir denn da drin? Also ich meine, das ist krass. The Ice Globes, das ist ein neues Produkt, oder? Weiß ich nicht, Cooling Skincare Tool? Also ich kenne es nicht. Ah, ich weiß, also ich kenne das, also ich weiß, was das sein wird, aber ich habe es halt noch nicht von Jepoda gesehen. Das ist ja cool. Also es ist in dem Sinne kein Beauty-Produkt, also etwas, was man halt aufbraucht, sondern das sind, haben wir öfters auch schon mal, glaube ich, von Catrice oder so gesehen, ne? Da ist so Wasser drin und das kannst du einfach in den Kühlschrank packen und dann hast du das eisekalt, wobei das sich so auch schon kalt anfühlt und dann kannst du damit unter den Augen entlang gehen, damit die Augen nicht mehr so geschwollen sind. Also das wirkt halt richtig gut gegen Schwellung. Ja, also ganz tolles Produkt für den Morgen. Aber was eine Riesenbox, ne? Hoi, der 5. Dezember ist sehr, sehr schwer. The Seatox, die ist gut. Das ist eine Maske, die verwende ich aktuell sonntags immer. Mit Userfrucht, Vitamin C und Schlamm. Ist eine Full-Size mit 80 Gramm, würde ich mal so sagen. Die ist so genial. Die gibt dir Glow, weil das halt diesen Vitamin C-Gedönsen, also den, weil das Vitamin C enthält. Und macht aber gleichzeitig, dass es gegen deine Unreinheiten ankämpft. Weil das diesen Matt, also den Lehm-Schlamm, wie auch immer, enthält. Das trocknet zwar ein bisschen, aber es trocknet nicht so sehr, dass es die Haut austrocknen würde. Also ein ganz, ganz tolles Produkt. Also es scheint mir wirklich so, als hätte Jepoda mit dem Adventskalender wirklich sich überlegt, okay, wir packen jetzt mal alles rein. Und zwar alles.
Der 6. Dezember erinnert uns daran, dass man eine Pause nehmen sollte. Und hier haben wir unser Nikolaus-Produkt drin enthalten. Sammy, alles gut da hinten. Okay. Also Jepoda sitzt ja in Berlin, wir sitzen ja in Deutschland. Also kennen die ja auch, dass wir halt also Nikolaus feiern. Und da hast du halt so eine Tasche drin. Die finde ich jetzt, wäre das jetzt in einer anderen Zahl gewesen, hätte ich es irgendwie cool gefunden. Aber jetzt zu Nikolaus... Nee, also super praktisch, weil die kannst du halt auch wirklich zum Reisen nehmen, ne? Weil das durchsichtig ist und so. Hast du auch schon so Glitzer mit dabei, aber nicht am 6. Dezember, Leute. Die Nummer 7. Oh ja, hier haben wir mein Lieblingsprodukt drin, The Calm Balm. Das ist der beste Abschminkbaum, den ich bislang getestet habe, so richtig gut. Das ist jetzt die Mini-Size in 15 Gramm haben wir den hier drin. Super praktisch zum Verreisen und ich verwende das auch immer wieder weiter, weil selbst die Mini-Größen sind aus Glas. Also das ist sehr nachhaltig gestaltet auch, ne? Also kann man wirklich so sagen. Und du kannst es immer wieder weiterverwenden und da fülle ich mir dann immer aus meiner Full-Size The Calm Balm ein bisschen was ab, sodass ich das dann mitnehmen kann. Und sehr tolles Produkt. Verwende ich halt zum Double Cleansing. Und durch Jepoda bin ich auch an die ganze Thematik mit Double Cleansing herangeführt worden, was ja auch wirklich aus dem asiatischen Bereich kommt, also aus Korea. Und ja, da hat mir The Calm Balm sehr geholfen. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kraft. Ach, guck mal, passend zum Calm Balm haben wir hier ein Abschminktuch drin. Das ist ein sinnvolles Tool. Also jetzt gerade häufen sich ein bisschen die Tools. Anfangs hatten wir ja, ne, dass man doch irgendwie ein bisschen mehr Pflegeprodukte drin hatte. Wobei ich sowas klasse finde. Also so ein Abschminktuch kann man wirklich gut gebrauchen. Und hatte ich jetzt auch noch mit bei der Bestellung mit dabei. Denn wenn man den Adventskalender bestellt, hast du einen gewissen Mindestbestellwert oder gewissen Bestellwert erreicht, sodass du dir auch, hier fliegen Fussel rum, sodass du dir auch ein paar Goodies in den Warenkorb packen kannst. Und ich konnte mir, glaube ich, 3 Goodies aussuchen, ne? Das ist ziemlich cool. In der Nummer 9 dürfen wir uns über The Bubble Double freuen mit Salicylsäure, Granatapfel. Das ist der Reinigungsschaum, der zweite Schritt der Reinigung, 35 ml. Das hier ist auch eine von den Mini-Größen. Den mag ich übrigens richtig gerne, vor allem jetzt so in der kalten Jahreszeit, eben wegen der Salicylsäure, wegen BHA. In der Nummer 10 dürfen wir uns auch wieder Zeit für uns nehmen und da haben wir auch eine Maske drin, The Timeless Moment, eine Slow Aging Sheet Mask mit einem Peptiden und einem Beerenkomplex. Das ist auch wirklich eine ganz schöne feuchtigkeitsspendende Maske, die dadurch dann auch deine Haut so ein bisschen glättet, ne? Und tut der Haut sehr, sehr gut. Meine liebste ist tatsächlich die mit, also die wir schon drin hatten, The Recovery Moment, aber die Timeless Moment ist auch nicht von der Bettkante zu werfen, was? Die Nummer 11, die erste Schnapszahl. Hier haben wir auch wieder ein Mini drin von The Make My Day Cream mit Tsitsa, Jojoba und das ist auch eine sehr, sehr pflegende Formulierung mit 20 Millilitern. Ich hatte bislang bei den sowohl Tages- als auch Nachtcremes von Jepoda immer ein Problem mit dem Pumper, da waren wir nie so große Freunde geworden, aber das ist halt eine wundervoll reparierende Creme, die du halt auch super als Primer verwenden kannst und das in Kombination mit dem Repair Hero ist halt richtig krass. Das verändert vieles in der Haut, ne? Kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, wenn ihr auch den Adventskalender auspackt, ne? Also verwendet, also wenn ihr den öffnet. Halbzeit, die Nummer 12. Oh geil, und mit der The Ice Cream machst du dann natürlich deine Skincare-Routine komplett. Das hier ist ein Tiegel mit 15 Millilitern. Ich glaube, das dürfte auch die Full-Size sein. Hier haben wir so einen synthetischen Schneckenschleim mit dabei und das macht eine Sofortglättung. Das ist richtig, richtig krass. Sehr schönes Produkt, sehr empfehlenswert. Bakuchiol ist ja auch noch mit dabei. Das ist ja die natürliche Variante von Retinol. Und wir haben generell vegane und tierversuchsfreie Produkte bei Jepoda, die wir so bekommen, ne? Und auch hier wieder ein Glastiegel. Wundervoll. Konsistenz. Der 13. Dezember. Oh, hier haben wir Socken drin, wie geil. Das hätten die wirklich in die 6 packen können. Ne? Das hier in die 13, das hier in die 6. Also ich glaube, die haben sich da vertan. Naja, The Winter Socks. Warm Socks for Cozy Winter Days finde ich so schön. Fühlt sich auch richtig, richtig toll an. Richtig schön weich. Also das mag ich gerne leiden. Das finde ich richtig toll. Das ist halt auch nicht dieses klassische Vlies, das ist irgendwie von außen auch so ein bisschen flauschiger. Und dann halt dieses Rot und Weiß, passt halt voll auch jetzt zu meinem Outfit gerade, ne? Feier ich. Take a break, cozy, süß gemacht auf jeden Fall. Und ich denke, dass das auch viele verschiedene Fußgrößen tragen könnten, ne? Geil. Der 14. Dezember ist etwas kleiner als die vorigen Kläppchen. Und hier haben wir richtig gut The Multi Balm drin. Ein Nourish Tinted Balm for Lips, Cheeks and Eyes. Und das hier ist
weiß ich nicht, welche Farbe. Müssen wir gleich mal gucken. Das wird dann ja da drin aufgeführt sein. Auch das ist ein super nachhaltiges Produkt, weil du hast da so ein Refill-System, sodass du dann hier halt diesen Stick hast. Das ist auch irgendwie in einem neuen Design. Ich habe das noch in einem alten Design, muss ich gestehen, weil es ist komplett orange. Und, okay, jetzt haben sie es hier so gemacht wie der Fenty Beauty Adventskalender. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Bei der Preisklasse können die auch gerne einfach direkt den Refill oder das Refill hier mit reinpacken, ne? Das feiere ich jetzt nicht so, aber ich gehe davon aus, dass wir dann einen Tag später das Refill bekommen. Trotzdem, bei 159 Euro möchte ich halt schon das Produkt hier komplett so haben, ne? So, der 15. Dezember enthält dann sehr wahrscheinlich das Produkt, was wir da reinmachen können. Genau, und da haben wir jetzt die Farbe. Steht hier immer noch nicht drauf. Müssen wir mal gucken. Ist auf jeden Fall auch wieder so eine Pappverpackung, ne? Und du hast hier sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege in eins. Ich habe den auch in verschiedenen Farben. Und das hier ist einfach ein Highlighter scheinbar. Haben die jetzt quasi einen Lippenbalm aufgeteilt auf zwei Kläppchen? Das wäre natürlich ziemlich underwhelming. AGY. Ich glaube, das ist die Farbe. Ne, so schaut das Refill dann halt einfach aus. Und das ist wirklich nur so eine. Das ist wirklich nur der Balm. Ach Leute. Also, man kann vieles machen, aber einen Lippenbalsam auf zwei Kläppchen aufzuteilen, finde ich tatsächlich nicht so geil. Der 16. Dezember fühlt sich schön schwer an. Sowas feiere ich ja immer, weil ich dann immer große Produkte hier drin erwarte, gerade bei dieser Marke. Ne? Und hier haben wir The Holiday Harmony. Das ist auch so ein, ne, das kenne ich auch noch nicht, Produkt. Calming and Relaxing Scent Candle with Notes of Citrus, Vanilla and Gardenia. Also du hast hier eine Kerze drin. Ich liebe Kerzen in Adventskalendern. Und das finde ich richtig schön. Ja, vor allem finde ich es auch total fancy, dass die hier auch eine Yipoda-Verpackung damit drum haben. Und auch die Kerze im Design vom Adventskalender ist. Das ist ja der Wahnsinn. Schaut einmal so aus. Ich weiß nicht, ob man die so separat im Shop kaufen kann. Riecht sehr zitrisch, das ist nicht ganz so meins. Die Vanillenote kommt auch ein bisschen raus, aber das Zitrische ist leider nicht meine Welt. Keine Ahnung, wie viel hier drin sein sollen. Steht das hier irgendwo drauf? Nee. Nur, dass du in Spanien produziert wurdest, liebe Kerze. Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, wie viel Gramm wir hier drin haben. Nun, ist auf jeden Fall eine schöne Kerze, mag ich gerne leiden. Und das ist ein passendes Produkt für so einen Me-Time-Self-Care-Adventskalender. Wir befinden uns nun eine Woche vor Heiligabend am 17. Dezember und bekommen unsere dritte Tuchmaske. Das ist The Rescue Moment. Das ist jetzt auch tatsächlich ganz gut mit PHA, AHA, Algenkomplex. Das ist eine peelende Maske. Da würde ich euch empfehlen, die wirklich auch nur einmal anzuwenden. AHA ist eher so diese Fruchtsäuregeschichte, die dann dafür sorgt, dass deine Haut auch Feuchtigkeit bekommt und dass die Falten halt so ein bisschen aufgepufft werden. PHA ist eine ganz, ganz milde Säure, die so die Einstiegssäure ist. Ich habe mal hier ein Video über Peelings, chemische Peelings auch gemacht, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Maske, die ich mir jetzt auch aktuell sehr gut vorstellen kann zu verwenden. Die Nummer 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich einen weiteren Refill drin in Ready or Not. Refill in Ready or Not. Okay, das ist jetzt tatsächlich ein getöntes Produkt, was du dann ja für Lippen und Wangen und wenn du möchtest, halt auch für die Augen verwenden könntest. Ja, das ist schon mal gut, dass die halt wenigstens ein paar mehr für das Refill dahin packen, ne? Und das ist halt so ein richtig schönes Rot, was super in die Advents-Weihnachtszeit passt, ne? Finde ich klasse, toll gewählt und ein schönes Produkt. Die Nummer 19. Hier haben wir wieder ein Mini drin von dem Glow Hero mit Bakuchiol. Und Bakuchiol ist hier übrigens 13 Milliliter? 13 Milliliter haben wir hier drin. Bakuchiol ist die natürliche Variante von Retinol. Das ist dann auch etwas milder normalerweise, ne? Genau, den habe ich auch schon aufgebraucht und mag ihn auch sehr, sehr gerne. Ich verwende den Glow Hero abends und verwende dann am nächsten Tag schön Lichtschutzfaktor. Die Nummer 20 ist auch schön flach, aber schwer. Hier haben wir wieder so ein anderes Produkt. The Gua Sha. Okay, sie verfolgen uns wieder. A Scrapping Tool to Relieve Face Tension and Reduce Puffiness. Der ist noch eingepackt, den packe ich jetzt aus, werde ihn aber nicht behalten, weil ich habe tatsächlich schon einen Gua Sha Stein. Der wird dann weiter wandern. Ne? Ich packe ja auch selber Adventskalender für Familie und Freunde und verlose auch einiges immer wieder. Oh, der sieht aber sehr, sehr nice aus. Das muss ich wirklich sagen. Die Form ist schon speziell. Ne? Also hiermit kannst du eine ganz tolle Lymphdrüsendrainage machen. Und hier hast du ja auch noch diese zackige Geschichte. Ich
Ich denke, das ist auch richtig gut zum Massieren vom Gesicht geeignet. Ich sehe schon Nicole von Chiquita's Place ausrasten, wenn sie das Produkt in den Händen hält. Die Nummer 21. Wir sind Richtung Heiligabend auf dem absoluten Endspurt und haben hier The Purify Hero mit natürlichem BHA. Ein peelendes Serum mit 13 Milliliter drin. Genau, das ist halt gegen Unreinheiten. Sowas kann ich aktuell sehr gut gebrauchen. Hier habe ich gerade so eine Geschichte. Mr. Fried Ausflugsfamilie ist irgendwie schon seit einer Weile am Start. Mein Hormonhaushalt möchte sich immer noch ein bisschen umstellen. Und auch hier wieder diese Glaspipette. Hui, die Nummer 22 ist wieder schön groß. Und zwei Tage vor Heiligabend haben wir hier auch wieder etwas drin, was nicht im normalen Sortiment mir jemals ins Auge gefallen wäre. Das hat auch eine etwas andere Verpackung. Die normale Verpackung ist ein bisschen rauer und hier haben wir eine etwas glattere Geschichte. The Bubble Bomb. Bubbly and Scented Bomb. Das ist eine Badebombe, glaube ich. Das feiere ich ja jetzt schon wieder. Ich habe jetzt ja eine Badewanne. 120 Gramm sind hier drin. Und ich müsste mal baden gehen. Also, ne, mir diese Me-Time auch mal gönnen. Und ich glaube, dass man damit richtig viel Spaß hat. Das ist ja cool. Weil die haben noch keine Körpersaubermachprodukte oder generell Körperprodukte, ne? Das ist quasi der Anfang davon. Riecht wirklich angenehm, mild, nicht zu doll, ne? Und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann in der Badewanne macht. Das ist cool. Und zwei Tage vor Heiligabend nochmal in die Badewanne zu hüpfen, halte ich für eine sinnvolle Aufforderung. So, mal gucken, was wir am Tag vor Heiligabend machen dürfen. Da haben wir, glaube ich, eine Full Size drin. The Midnight Magic. Nee, das ist auch eine kleine Größe mit 20 Millilitern. Ziza Lavender Sleeping Mask. Also du kannst es einfach als Abendcreme verwenden. Ne? Das musst du nicht als Nachtmaske verwenden. Einfach abends als Creme auftragen. Als letzten Schritt der Hautpflege. Und ja, das ist dieses Produkt. Das ist wirklich sehr, sehr toll. Sehr, sehr reparierend. Einfach weil du hier, genauso wie bei der The Make My Day Cream, dieses Ziza mit da drin hast. Und das ist ja Tigergras. Und das heißt Tigergras, weil Tiger sich in der Natur in diesem Gras wälzen, wenn sie irgendwelche Verletzungen haben oder so. Und das machen sie aus irgendeinem Grund. Ne? Wahrscheinlich, weil es einfach hilft. Dann haben sich die Menschen gedacht, ach guck mal, wenn den Tigern das hilft, dann hilft es uns auch. Machen wir das einfach in unsere Kosmetik rein. Wirbeln wir mit den Trommeln. Trommeln wir mit den Wirbeln. Was auch immer. Die Nummer 24 habe ich jetzt hier. Bon Natal steht hier drauf. Oh, wir haben ein neues Produkt in der 24. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hart feiere, weil das ist jetzt kein super teures Produkt, ne? Aber es ist halt ein neues Produkt. Das finde ich irgendwie cool. The Christmas Moment Revitalizing Sheet Mask mit Feige, Lakritz und Herbal Extract. Das ist Gewürzextrakt. Sehr, sehr interessant. Also das ist halt wirklich eine Weihnachtsmaske. Das ist schon irgendwie cool. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das feiert als 24 oder ob ihr sagt, Mensch, da hätten die irgendein Produkt reinpacken sollen, was super teuer ist. Ne? Also das ist halt die Frage aller Fragen. Ich feiere das, ehrlich gesagt, muss ich gestehen. Doch. Ich möchte vollkommen ehrlich mit euch sein. Ich hatte tatsächlich gedacht, als der Jepoda Adventskalender rauskam, oje, oje, wie wollen die den vollkriegen? Die haben ein wundervolles Sortiment, die haben ganz, ganz tolle Produkte, aber ich habe echt ein bisschen befürchtet, dass hier sehr, sehr viele Füllprodukte drin sein werden. Ist es Gott sei Dank nicht, beziehungsweise die Füllprodukte, die hier drin sind, sind brauchbar. Gut, über die Tasche in der 6 lässt sich streiten, die hätte man woanders reinpacken können, mit der 13 tauschen und so weiter, bla. Aber an und für sich hast du hier wirklich geile Produkte bekommen. Und ich glaube, so gut wie alle Produkte, die es halt bei Jepoda gibt in diesem Adventskalender. Die SPF BFF ist hier nicht mit drin, das fällt mir gerade auf. Ansonsten haben wir hier doch eigentlich alles drin. Ne? Und das finde ich schon ziemlich cool, dass man da einfach eine Möglichkeit hat für 159 Euro. Hier ist nämlich alles gut, der ist gerade wach geworden. Produkte auszutesten in dem Wert, der hoffentlich auch 406 Euro sein wird. Und das, muss ich sagen, hat Jepoda richtig gut gemacht. Schreibt mir eure Meinung super gerne in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal drüber austauschen. Aber ich finde, dass das ein sehr, sehr toller Adventskalender ist. Vor allem, wenn man auch überlegt, dass es das erste Mal ist, dass Jepoda einen Adventskalender rausgebracht hat. Ist schon cool, ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.